Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Morgenfreude an. Dieser hat über Binance geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Binance Review. Die Binance Exchange im Test. Kryptowährungen sind das Gold der heutigen Zeit. Durch sie sind schon so viele in kürzester Zeit zu Millionärinnen und Milliardären geworden. Es ist kein Wunder, dass immer mehr Leute begeistert von Kryptowährungen sind und wie verrückt kaufen. Jedoch ist es schwer für diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen, überhaupt erst einmal richtig ins Geschäft zu kommen. Binance ist eine Plattform, auf der man Kryptowährungen ganz leicht kaufen, verkaufen und tauschen kann. Da hat die Reise in die Welt der Kryptowährungen für viele begonnen. Darauf, ob Binance seriös und sicher ist, werde ich auch eingehen. Binary Finances. Binance steht für Binary Finances oder auch auf Deutsch binäre Finanzen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn es handelt sich um eine Online-Börse, auf der man digitale Kryptowährungen tauschen kann. CEO und Gründer des Unternehmens ist der Chinese Changpeng Zhao, welcher Binance Mitte Juli 2017 ins Leben gerufen hat. Von der bis jetzt recht kurzen Laufzeit sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, denn Binance ist definitiv nicht zu unterschätzen. Auf Platz 1 der Kryptobörsenplätze vom Handelsvolumen der letzten 24 Stunden. Innerhalb kürzester Zeit war die Trading-Plattform unter den Top 10, auf den meisten Krypto-Analyse-Seiten. Auf CoinMarketCap ist Binance momentan sogar auf Platz 1, was das Handelsvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden angeht. Dieses beträgt bei Binance zurzeit nämlich bemerkenswerte 9.455.404.325 US-Dollar. Mehr als doppelt so viel wie die stärksten Konkurrenten Bitjump, Bitrex und Bitfinex. Die Webseite ist in vielen Sprachen verfügbar, neben Deutsch, Spanisch, Französisch und Englisch auch noch Japanisch, Chinesisch und viele weitere Folgen in der Zukunft. Mit Standorten in Tokio, Hongkong, Shanghai, Europa und Amerika möchte das ja auch so sein. Die Millionen von aktiven Nutzern handeln von mehr als 180 verschiedenen Ländern aus. Momentan ist die Seite in der Lage, bis zu 1,4 Millionen Transaktionen pro Sekunde durchzuführen. Nebenbei gibt es auch noch eine firmeneigene Kryptowährung, den Binance Coin, kurz BNB. Konferenzen und andere Aktivitäten finden ständig auf der ganzen Welt verteilt statt. Kürzlich erst in Monaco. Dort konnte man zum Beispiel auch einen Lamborghini gewinnen. Die Funktionsweise. Theoretisch läuft hier alles ganz einfach ab. Man kauft und verkauft Kryptowährungen. Das Portal dient als vorzeitiges Lager. Zu jeder Zeit kann man eigene Kryptowährungen ein- oder auszahlen, um sie auf die persönliche Wallet zu überweisen. Leider gibt es nur das Problem, dass man nicht direkt in Euro einzahlen kann, da Binance komplett dezentralisiert und auf Kryptowährungen aufgebaut ist. Man muss entsprechend andere Währungen auf Seiten wie Bitcoin.de, Coinbase oder Coinpayments kaufen und diese dann auf Binance überweisen. Unter der Kategorie Mittel findet man die Möglichkeit, Währungen ein- und auszuzahlen. Dort findet man aufgelistet alle eigenen Besitztümer. Welche Kryptowährungen unterstützt Binance? Binance als einer der führenden Marktplätze muss natürlich eine große Vielzahl an Währungen bieten. Zum Handel kann man nicht nur den hauseigenen BNB und die bekannten Coins wie Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin nutzen, sondern wirklich alles von ADX über OmiceGo bis hin zu CAX. Mit hunderten von Kryptowährungen hat Binance so gut wie alles zu bieten, was es gibt. Die Sicherheit und der Service. Um die Seite zu benutzen, braucht man keine großartigen Verifikationen, wie man es von anderen Händlern kennt. Man kann fast komplett anonym bleiben. Es ist bis jetzt noch nicht nötig, seinen Ausweis und seine Adresse preiszugeben, weil ein Auszahlungslimit von 2 Bitcoins pro Tag ausreichen sollten. Ob das gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde es jedoch gut, da so die eigene Identität gewahrt wird. Zudem gibt es Google 2-Faktoren-Authentifizierung. Dadurch braucht man bei jedem Anmelden noch einen einzigartigen Code von Google, der alle 10 Sekunden geändert wird. Ein sehr gutes Feature, um die Sicherheit des Accounts zu gewährleisten. Sollte einmal etwas schief gehen, gibt es auch eine Service-Hotline auf Englisch und Chinesisch, die 24/7 das ganze Jahr über zur Verfügung steht. Der Handelsplatz. Unter der Kategorie Börse findet man den Marktplatz. Hier kann man kaufen, verkaufen und die Kurse beobachten. Die Felder für Kaufen und Verkaufen befinden sich direkt nebeneinander. Man wählt einfach die entsprechenden Währungen aus. Man kann auch mit einem Limit kaufen oder verkaufen. Sollte der Preis das gewünschte Limit unterschreiten, wird automatisch gekauft und sollte der Preis das Limit überschreiten, wird automatisch verkauft. Direkt daneben befindet sich noch eine Liste mit allen aktuellen Transaktionen, welche die gleiche Kryptowährung betreffen. Diese Liste wird im Sekundentakt aktualisiert und hilft sich einen Gesamteindruck vom aktuellen Markt zu verschaffen. Der BNB. Der Binance Coin ist der eigene Coin von Binance. Dieser wurde mit der Gründung des Unternehmens erstellt. Er basiert auf einer Ethereum-Blockchain und hat ein maximales Coin-Volumen von 200 Millionen.
In den letzten Wochen ist er massiv im Wert gestiegen und hält aktuell auf CoinMarketCap Rang 33. Der große Erfolg kommt vor allem daher, dass Binance den BNB als Basis nutzt. Jedes Mitglied, das mit BNB tradet, bezahlt zurzeit nur 50% der anfallenden Tradinggebühren. Hauptsächlich aus diesem Grund traden viele damit und verhelfen so dem BNB zu großem Aufschwung. Die Kosten. Der Account an sich ist kostenlos. Kosten fallen erst an, wenn man tradet. Aber auch hier sind die Gebühren verhältnismäßig gering. Bei jeder Transaktion stehen Binance 0,1% des gesamten Volumens zu. Nutzt man jedoch den BNB, so halbiert sich das auf 0,05%. Möchte man auszahlen, kostet jeder Coin unterschiedlich viel. Bitcoin kostet zum Beispiel 0,001 BTC bei jeder Abhebung. Das liegt allerdings an der aktuellen Transaktionsgebühr. BNB kostet einen Coin für jede Auszahlung. Es gibt aber auch Kryptowährungen mit kostenfreier Auszahlung, zum Beispiel Neo oder Gas. Die genaue Liste mit allen Währungen findet sich in der Kategorie Gebühren am unteren Ende der Webseite. Das Affiliate-Programm. Affiliate-Marketing ist ein bewährtes System, bei dem man Premium dafür bekommt, neue Kunden zum Unternehmen dazuzubringen. Viele neue Firmen benutzen diese Methode, weil es sich nicht nur für sie selbst, sondern auch für jeden Kunden lohnt. In diesem Fall gibt es eine Prämie von 50% der Tradinggebühren. Jedes Mal, wenn jemand, der sich über den eigenen Link angemeldet hat, einen Trade macht, bekommt man selbst also 0,05% davon. Das geht natürlich nicht zusätzlich von der Person ab, sondern vom Profit, den Binance gemacht hat. Ein toller Weg, noch etwas zusätzlichen Profit zu machen oder zumindest um die eigenen Trading- und Auszahlungskosten wieder abzudecken. Der Nummer 1 Rang hat seit Beginn inzwischen fast 77 Bitcoins allein durch dieses Programm verdient. Das entspricht momentan mehr als 1 Million Euro. Da Binance viele alternative Coins unterstützt, kann man so seine Freunde über den Link einschreiben. Nicht nur um Geld bei der größten Coinbörse zu verdienen, sondern um sich so exotische Coins zu sichern, welche die breite Masse noch nicht auf dem Schirm haben und wo die Insider-Informationen gut sind. Achtung! Wenn du dich über meinen Link registrierst, lade ich dich jetzt Dankeschön in meine WhatsApp Binance Community ein. Dort findest du viele Insider-Informationen zu verschiedenen Coins, sehr gute Tipps mit Bestand und du kannst dich mit der Community über relevante Dinge austauschen, sowie neue Freundschaften schließen. Das ist meine Art und Weise, mich bei dir zu bedanken. So verdienen wir beide mehr Geld. Meine Binance-Erfahrungen. Ist Binance sicher? Aus Interesse und Begeisterung trade ich sehr viel mit Kryptowährungen. Ich habe schon einige Exchanger ausprobiert und finde Binance bis jetzt am besten. Nicht nur die niedrigen Kosten, sondern auch das Marketingprogramm und vor allem der eigene Coin BNB begeistern mich sehr. Bis jetzt konnte ich ohne jegliche Probleme mit Binance arbeiten. Das Ein- und Auszahlen geschieht binnen weniger Minuten. Ich vertraue auf Binance und freue mich sehr, so gut damit arbeiten zu können. Außerdem benutze ich nur noch den Binance Coin zum Tauschen, da dieser nicht nur günstigere Gebühren verspricht, sondern auch auf einem sehr guten Kurs ist. Binance Review – beste Krypto-Exchange. Binance ist eine erstklassige Börse für Kryptowährungen. Mit einer ausgeklügelten Marketingstrategie ist es kein Wunder, dass Binance binnen kürzester Zeit Nummer 1 in Sachen Trading-Volumen und Erfolg wurde. Anfänger und Profis – beide kommen hier voll auf ihre Kosten. Man kann nicht nur traden, sondern auch mit Affiliate-Marketing Profit machen. Außerdem gibt es die einzigartige Gelegenheit, mit BNB zu handeln, um den stark steigenden Wert voll auszunutzen. Das alles bietet das komplett dezentrale Binance und aus diesem Grund kann ich es ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.